Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Luisa und ich freue mich auch, dass du dabei bist. Heute spielen wir mal wieder die Team Stranded Challenge und ich bin so aufgeregt, jetzt, wo ich das alles rausgefunden habe, so mit dem neuen Pack und nachhaltiger Leben und hast du nicht gesehen, dann kann man richtig viel machen, wenn man abseits des Netzes ist und wir können halt super viel. Ja, super viel Strom selber herstellen und so. Und das finde ich so cool. Und jetzt müssen wir natürlich Geld sparen, damit wir uns Solarplatten und sowas leisten können. Und da habe ich richtig Lust drauf. Und ja, ich würde sagen, ich rede hier gar nicht lang weiter. Wir fangen gleich an. Und hier sehen wir gleich Kate, wie sie den Müll wegbringt. Ich bin ja schon mal sehr stolz auf sie, dass sie überhaupt irgendwas tut. Ja, ich habe vergessen, den Ton anzuschalten. Danke für nichts. So, weiter geht's. Wir sehen hier gerade Kate. Ich glaube, Ellie schläft. Und wir sollten ihr den Schlaf auch lassen. Wie geht's denen eigentlich? Ellie geht's auf jeden Fall gut. Sie hat nicht so viel Spaß, aber ist okay. Und Kate hat bald wieder Hunger. Ich würde sagen, sie kann erstmal was zu essen kochen. So, sie kann jetzt erstmal kochen und zwar macht sie einen Obstsalat, aber halt in einer Familiengröße, weil ich finde halt einfach, die können sich da echt super gut reinteilen, dass sie halt einer kocht und der andere macht halt einfach Meat und isst das Meat. Und Kate muss auch mal ein bisschen was tun, auch wenn sie immer nur Party macht. So, ich habe gesagt, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, möchte ich gerne hier draußen die Stühle quasi reparieren, also austauschen und den Tisch, damit sie sich halt wieder hierher setzen können. Aber ich weiß nicht, wenn wir Möbel herstellen, ob wir nicht auch einfach irgendwann die Möbel selber herstellen können. Das wäre ja natürlich mega cool, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall kann Kate dann noch ein bisschen einen Barhocker herstellen oder so. Dann kann sie das alles ein bisschen noch weiter lernen. Das finde ich auf jeden Fall super. Ellie, du solltest jetzt nicht so viel schlafen, sonst bist du wieder die ganze Nacht wach. Es ist der Wahnsinn. Aber sie hat auf jeden Fall keinen Hunger. Sie unterhalten sich jetzt hier ein bisschen. Aber ich hätte gerne, dass sie ein bisschen angeln geht, weil wir haben eh schon nicht so viel Geld. Also geh angeln. Los! Geh angeln. Wir brauchen Money. Ganz viel Money. So, jetzt macht hier jeder was. Ich bin voll stolz auf sie, dass sie wirklich mal hier was machen. Ich bin gespannt, ob der Holzhocker dann besser aussieht als der. Also ich weiß halt nicht, ob das besser wird. Oh, ist schon fertig. Wir gucken jetzt gleich mal. Ich bin gespannt. Ja, guck mal, der sieht jetzt so richtig gut aus. Im Gegensatz zu dem anderen. Hey. Das hat richtig was. Also den anderen werde ich auf jeden Fall behalten, aber ich weiß nicht, ob wir den behalten wollen. Ich würde sagen, wir verkaufen ihn. Wir brauchen eh das Geld und ja, wir verkaufen den auf jeden Fall erstmal und sie kann dann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich würde sagen, Möbel herstellen. Oh, sie kann jetzt, was kann sie? Ein Spiegel herstellen. Spiegel sind immer gut, dann können sie da, kann sie ihr Selbstbewusstsein da noch ein bisschen anstreben. Und was ich ja gesagt hatte, ich hatte ja in dem einen Video, hat Kate die ganze Zeit gesungen und ich fände es halt irgendwie cool, wenn Kate weiter singen übt, aber Ellie mehr daraus macht. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass Ellie quasi berühmt, nee, wartet. Kate berühmt wird und Ellie halt sich nicht traut, so rum. So. Jetzt ist hier ganz schön viel verbessert. Ah, okay. Hör auf. Da. So, der Spiegel ist fertig. Ich würde ihn mir jetzt gerne angucken. Oh, der sieht auch hübsch aus und ich würde den tatsächlich gerne hier irgendwo aufhängen. Ich würde sagen, hier hinten so. Ah, da passt er nicht hin. Im Klobereich. Oh, Mann. Wir müssen halt dann irgendwann mal. Ich hänge ihn erstmal da hoch. Und wir können ihn ja dann später. Können wir den noch runterhängen? Nee. Wir können ihn ja dann später woanders hinhängen, aber bis jetzt haben wir ja noch keine richtigen Wände. Ich weiß auch noch nicht, ob wir uns das überhaupt leisten können, das hier komplett zuzumachen. Wir können es ja mal versuchen, oder? Hier eine Wand. Hier eine Wand. Weil dann können wir auch diese Metallplatten quasi verkaufen. Nee, wir haben nicht genug Geld. Nein. Dann lassen wir es natürlich auch noch weg, weil ich weiß nicht, so ein halbes Haus jetzt zu bauen, dann spare ich mir lieber das Geld und ja. So, du kannst aufhören mit Angeln. Wir gucken mal ganz kurz. Geht sie auf Toilette? Ja, sie geht auf Toilette.
Wir können hier auch mehrere auswählen. Einen Moment, ich brauche kurze Pause. Was haben wir denn hier? Ein Diskusfisch, der bringt uns 18 Simoleons. Dann haben wir zwei Goldfische, die bringen jetzt nicht ganz so viel, die bringen nur 8. Und was ist das hier? Ein Thunfisch, 39. Woo! Yowie! Ich weiß gar nicht, was die Solarplatten eigentlich kosten. Aber wir können ja mal noch bei unserem Garten alles verkaufen, wenn sie gleich fertig ist mit Pipi machen. Oh, ich habe sie gestört. Aber das bringt uns richtig viel Money. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich freue mich gerade. Wowie. Wowie, Chowie, Kowie. Du kannst hier dir erstmal Reste nehmen, weil wir haben auf jeden Fall genug da. Und dann gucke ich jetzt schnell im Baumodus. Oh, ich bin aufgeregt. Los, lade. Abseits des Netzes. Und zwar gibt es hier richtig coole Sachen. Wartet, wo ist es? War das hier? Nee. Hier. Genau. Aber wir können es uns noch nicht leisten. 560 kostet halt das mit dem Wasser. Und dann hier die Solardinger kosten halt 675. Aber wir bekommen halt Strom. Das ist schon mal gut. Zuverlässigkeit 5. Und hier haben wir, okay. Und hier können wir halt Wasser sammeln. Brauchen wir unbedingt Wasser? Ja, um duschen zu gehen, oder? Ja, auf jeden Fall würde ich das jetzt erstmal so lassen und noch ein bisschen Geld verdienen. Und sie kann jetzt erstmal was futtern und danach geht sie schlafen. Aber sie kann da jetzt nicht mehr schlafen gehen, oder? Ah, es ist der Wahnsinn. Geh auch erstmal schlafen. Schlaft jetzt alle. Oh Mann, sie hat Pickel. No! No! Naja, egal. Sie geht am nächsten Tag auf jeden Fall erstmal duschen. Und wir müssen hier halt irgendwie ein bisschen vorankommen. Oh Mann. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Geh erstmal auf Toilette. Lokus benutzen. Ah, heute ist Reden wie ein Pirattag. Ich verstehe diesen Tag einfach absolut nicht. Hier stinkt alles. Es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn. Verdorbenes Essen kannst du auch gleich noch aussortieren. Und dann kannst du selber noch duschen gehen. Wo war der Wasserfall? Da ist der Wasserfall. Geh duschen. Los! Geh duschen. Sie geht jetzt duschen. Sie ist super dreckig. Und hey, wartet mal. Sie hat erst noch Hunger. Haben wir noch Reste? Dann nimm dir erstmal Reste und ess erstmal was, bevor du duschen gehst. Oh Mann, ey. Ich fühle mich schon wieder richtig schlecht. Warum hast du das denn jetzt nicht gegessen? Willst du mich gerade verpupsen? Oder was ist los hier? Ist jetzt den Gartensalat. Wenn du Hunger hast, dann iss ihn doch bitte auch. Gott. So, und dann muss ich auf jeden Fall duschen gehen. Oh Gott. Ah, es tut mir ja mega leid, aber... Ah! So, aber sie kann hier nicht im Wasser. Nee. Okay, schade. Schade. Also muss sie hier quasi duschen gehen. Das kann sie auf jeden Fall danach machen. Und Allison schläft immer noch. Hey. Kannst dann auch mal wieder aufstehen, es reicht. So, und du kannst dir... Ja, Hauptsache machen Selfie. Ist okay, ist klar. Futter jetzt erstmal. Sag mal, Leute, was ist los bei euch? Ihr nehmt euch das Essen raus und esst es nicht. Jetzt isst die Tomatensuppe. Ich werde hier wahnsinnig. So. Was muss sie noch machen? Sie muss auf jeden Fall noch auf Toilette und duschen. Ja, kann sie dann auch gehen. Das ist wieder mal der Wahnsinn hier. So, wenn Ellie fertig ist, können die beiden ja erstmal miteinander quatschen. Weil es einfach besser ist dann für ihren Spaß und ihre Kommunikation. So, sie kann auf jeden Fall Ellie erstmal sagen, dass es, dass ihr Körper schön ist, weil ich einfach finde, das ist sehr, sehr schön. Dann kann sie um einen Rat bitten und ihr so ein Seemannsgarn spinnen, was zur Hölle. Ja, dann, ich würde sagen, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen miteinander reden und dann muss auf jeden Fall Ellie sich als Werk machen und ihren Garten machen. Ich habe deine Nummer geholt, um dir zu sagen, dass du blöd bist. Danke. Es ist der Weihnachtsmann. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Naja, egal. Die beiden können jetzt erstmal kurz ein bisschen quatschen. Das bringt beiden ein bisschen was. Und danach kann sie hier erstmal alles verkaufen gehen. Oh, hier ist auch noch was. Und ich bin gespannt, ob wir dann viel Money kriegen. Warum
Back das hier unten jetzt eigentlich schon wieder rum? Das weiß schon wieder keiner, aber es ist okay. Ist okay. Und warum verkaufst du es nur von einer Pflanze? Ah, so, jetzt haben wir hier auch noch was in ihrem Inventar. Das können wir verkaufen. Und jetzt haben wir... Oh, wir haben es verpasst. Jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, erstmal genug Geld, um uns was leisten zu können. Und zwar diese Wasserauffangstation. Und dann können wir uns auf jeden Fall auch eine Dusche bauen. Ich würde die... Bringt die uns überhaupt was? Er mag vielleicht ein bisschen zusammengebastelt aussehen, aber dieser Tausammler bietet eine umweltfreundliche Methode, um der Luftfeuchtigkeit, der Luft die Feuchtigkeit zu entziehen. Jetzt bin ich rübergeditscht. Und Niederschlagswasser zu sammeln. Er benötigt kein Benzin, kann dazu beitragen, Kosten zu senken und die Wasserversorgung auf Grundstücken abseits des Netzes zu sichern. Worauf wartest du? Hol dir ein. Okay, dann holen wir uns jetzt so ein Gerät. Und danach halt eine Dusche, aber die können wir uns jetzt nicht leisten. Wie viel kostet denn die günstigste Dusche? 300, okay. Okay, können wir hier noch was ernten? Los, jetzt versuch mal. Mann, ich will jetzt nicht jedes einzeln anklicken. Das ist doch schon wieder furchtbar. Oh. So, jetzt sprühe erstmal hier gegen Käfer ein. Los, mach schneller. Und dann kann sie einfach mal alles gießen. Das war aber nicht alles gießen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Mann. So, ich habe es jetzt zurückgehört. Das hier unten ist jetzt weg. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Jetzt ernte bitte alle. Bitte. Bitte. Ja, ja. Oh Mann. Ich bin happy. So geht das alles viel einfacher und wir können uns gleich eine Dusche leisten. Das ist mega. So, ich würde sagen, wir holen uns erstmal eine Dusche. Und zwar die oder die? Abseits des Netzes funktioniert. Ja, die sind alle Hygiene 3, Hygiene 5. Das ist auf jeden Fall besser. Bewertung des Wasserverbrauchs 1, zuverlässig 3. Ich werde diese hier nehmen. Die passt aber leider nicht mehr in unsere Hut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie die benutzen können, wenn die da so... Oh Mann. ist es dumm, eine Dusche rauszustellen? Die steht jetzt halt dort. Ist jetzt halt so. Und kein Platz. Jetzt geh mal duschen. Ich möchte jetzt mal gucken, ob das ein bisschen was bringt. Weil wir haben ja jetzt quasi diesen Wassersammler. Und haben dadurch ja quasi ein bisschen Wasser. So, wie geht's jetzt? Hilfe! Die sind hier hinter mir her. Was zur Hölle? Gott! So, Ellie stinkt immer noch, aber nicht wegen ihrer Hygiene, sondern ich denke mal... Nee, nee. Oh Mann! Also, schnell und lauwarm duschen. Sie war doch gerade duschen, aber wahrscheinlich hat unser Wasser nicht gereicht. Und deswegen muss sie jetzt nochmal so anders duschen gehen. Und das hier kannst du danach gleich mal wegwerfen. Aber guck mal, es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr gebracht. Naja, mehr oder weniger. Aber es ist schon mal okay. Und dadurch, dass es dir dann ein bisschen besser geht, nicht wirklich, aber du kannst dann mal ein bisschen angeln gehen. Und Kate kann dann erstmal auf Toilette gehen. Und danach können wir auf jeden Fall noch was herstellen. Schnitzer. Wir hatten nie angefangen. Wir hatten hier. Kate fühlt sich zu unwohl, um das zu tun. Hey. Ja, ist halt so. Unerträglich erschöpft. Dafür kann ich doch nichts. Oh Mann. Dann kümmer du dich halt mal kurz, ob wir hier die Falle leeren. Mal gucken, ob da was drin ist. Ich bin echt gespannt, ob da jetzt was drin ist. Ja, es ist was drin gewesen. Wowie. Es war sogar richtig viel. Was ist das? Die Augen von Sulani? Verkaufen? Es tut mir leid, dass ich das alles verkaufe, aber wir brauchen halt einfach Geld. So, dann hier so ein Knutschi-Fisch. Dann hier ein Mahi-Mahi. Oh, das sind alles Fische, die bringen uns unfassbar viel Geld. Diskusfisch. Ein Barsch. Ja gut, der bringt jetzt nicht so viel. Da ist unser Essen. Und hier haben wir eine Paradiesvogelblume. Die werden wir auf jeden Fall pflanzen. Aber das tut wieder... Ellie, weil ich finde das einfach, das ist einfach ihr Job.
Und Ellie hat den Finger von Sulani. Oh mein Gott, Leute. Wir haben so viel Geld gleich. Das ist der Wahnsinn. Dann können wir jetzt auch gleich das mit dem Strom holen und unser Klo ist kaputt. No. Oh no. Aber Kate hat ja so ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Sie kann sich jetzt mal darum kümmern. Und ich hoffe, sie kriegt es hier hin. Bitte, 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 bitte. Und es stinkt auch noch. Oh Gott, dann. Bitte, mach es noch sauber. Putz es mit Elan und danach kannst du noch deine Statue hier fertig machen. Elefantenstatue fortsetzen. Und die Teile hier können wir auf jeden Fall auch erstmal verkaufen. Und wir können uns jetzt endlich. Was jetzt? Hier. So, Gerät holen. Und ich denke, können wir das aufs Dach setzen oder müssen wir das hier in unsere Gegend setzen? Wow, coolio. Da können wir auf jeden Fall so ein bisschen Strom. Aber können wir da irgendwas draufklicksen? Wasserventile kaputt machen. Warum sollte ich die Wasserventile kaputt machen? Das ist doch nicht schlau. Unsere Elefantenskulptur ist fertig und sie bringt uns 40 Simoleons. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Und hier hast du noch Essen. Kannst du das nicht bitte einfach irgendwie essen? Oh, es ist leer. Wow. Dann wirf es weg. Was machst du jetzt? Messerblock herstellen. Dann stell den ruhig weiter her. Und Ellie ist schon wieder dreckig. Oh Mann. Oh Mann. Ich hoffe, dass unsere Wasserdings ein bisschen was bringt. Dann können wir da auf jeden Fall. Das würde uns auf jeden Fall was bringen. Ich hoffe es. Bitte, bitte, bitte. Kannst du den Messerblock bitte fortsetzen? Da wäre ich dir super dankbar. Ich mag es nicht, wenn du das nur so halt machst. Danke. Und du kannst dir mal bitte Reste nehmen und dann hier den Müll wegräumen. Aber erstmal die Teile plündern. Das ist auf jeden Fall mega. Aha. Wo ist sie jetzt hin? Ah, da sitzt sie mit dem Essen. Sehr gut. Der Messerblock ist fertig. Irgendwie geht es allen einfach nur schlecht. Aber wir haben 10 Simoleons verdient durch einen Messerblock. Toll. Wowie. Was ist denn hier? Drachenskulptur. Warum fängst du immer wieder eine neue Skulptur an und machst sie dann nicht fertig? Es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn. Oh, so. Ellie, wie geht es dir? An sich ganz gut. Ich bin jetzt echt gespannt, wo sehe ich das denn jetzt? Mit unserem Strom und so. Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Rechnungsinfo anzeigen. Ah, hier. Was? Steuervergünstigung und Strafen. Warum? Grundstückssteuer verkaufen. Okay, Strom verkaufen. Wir wollen den erstmal speichern und auch das Wasser speichern, weil wir das nämlich erstmal brauchen. Das will ich erstmal nicht verkaufen. Bis jetzt zumindest. Wenn wir mehr haben, okay. Wie geht es ihr? Sie braucht Spaß und dann noch ein bisschen Schlaf. Aber ich würde gern, dass sie ein bisschen singen übt. Weil, wenn sie singen übt, dann können wir das halt machen mit dem. Ihr wisst schon, dass sie dann berühmt wird und da habe ich richtig viel Lust drauf. Ich nehme schon wieder 22 Minuten auf. Und, oh Manu, Body Shaming. Du musst wirklich unglücklich mit dir selbst sein, um zu versuchen, andere runterzumachen. Okay. Brackiges Wasser, weil abseits des Netzes. Okay, ja, es ist halt so. Du musst es jetzt halt so akzeptieren, wie es ist. So, kannst du bitte einfach deine Drachenskulptur fertig machen? Ich werde dir so dankbar. Und vielleicht können wir ja morgen einfach mal feiern gehen. Das wäre doch mal eigentlich gar keine schlechte Sache. Der Feiertag Regen wie ein Pirat war fantastisch. Toll, dann haben sie wenigstens ein bisschen bessere Laune. Das freut mich. Toll. Super. Und die Drachenskulptur ist fertig. Ich bin gespannt, was die uns jetzt einbringt. Wo ist er? Da ist er. Sieht voll cool aus. 20 Simoleons. Na gut, dann. Komm, mach mal. Mach ein Bier. Ah, das können wir auch verbessern, aber da brauchen wir halt Teile. Okay. Was haben wir hier? Gewöhnliches Tuning-Teil. Ja, Gott, aber wir brauchen jetzt erstmal die Teile. Die können wir jetzt erstmal nicht. Ah, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig hier. Die quatschen ja so ein bisschen, vor allen Dingen, wie braun sie einfach ist. Es ist der Wahnsinn.
Das ist einfach der Wahnsinn. Ich möchte auf jeden Fall. Warte mal. Schlafen? Okay. Ja. Oh, sie möchte sie umarmen. Das ist so cute. Das ist so cute. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum ist unser Müll eigentlich voll? Wie können wir den leeren? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt das dann hier mal alles wegräumen. Und wie geht es ihr an sich sonst gut? Sie muss halt unbedingt mal duschen gehen. Wenn wir jetzt hier, ja, jetzt können wir ganz normal duschen gehen. In der Dusche singen. Das ist doch super. Jetzt können wir hier ganz normal duschen. Ja! Coolio! Guckt mal, und das funktioniert alles nur dadurch, dass wir das Wasser sammeln. Ich hoffe, das reicht auch noch für Kate. Aber wir können halt nicht lange duschen, ne? Wenn das Wasser alle ist, dann ist es alle. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig cool. Aber sie kann danach auf jeden Fall, sie hat jetzt Level 3 der Singfähigkeit erreicht. Das ist auch richtig cool. Und sie kann danach nicht mit der Pflanze sprechen. Ich würde sagen, sie kann erstmal alles verkaufen, weil wir brauchen unfassbar viel Geld. Und danach kann sie sich um die Pflanzen kümmern. Jui. So. Oh, wir verdienen mit unserem Garten schon richtig, richtig, richtig viel Geld. Das ist der Wahnsinn. Nee, du sollst dich mit der Pflanze jäten. Die Pflanze wächst kein Unkraut. Alle gießen, mit Pflanze sprechen. Nein. Wir wollen doch hier Insekten gegen Käfer einsprühen. Und danach machen wir da hinten noch Unkraut. Und das sollte eigentlich gut sein. So, hier jetten. Los, mach das schnell. Kümmere dich um deine Pflänzlis. Also, jedet gleich alle, okay. Das ist doch super. Was macht Kate jetzt? Kate geht's. Dir geht's gar nicht gut. Haben wir noch was zu essen? Dann iss jetzt mal schnell ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich, bevor du uns umfällst. Ah, sie kocht hier gerade. Upsi. So, sie hat auf jeden Fall auch Hunger. Kann sie das hier Grillkäse fortsetzen? Und funktioniert absetzt das Netz ist nicht. Ja, das wissen wir doch, oder? Kochen. Dann mach halt einen Gartensalat. Gibt's halt bei euch nur noch Salat. Aber wahrscheinlich ging kurz der Strom wegen. Du brauchst einen Mülleimer, um aufzuräumen. Wir haben doch einen Mülleimer. Warum ist der überhaupt voll? Jetzt los. Mach den Gartensalat. Warum? Ah. Wegwerfen. Wirf das weg. So, und danach kannst du aber den Gartensalat machen, hoffe ich. Ja, jetzt funktioniert's. Und dann kann sie das nämlich essen. Oh Mann, ich bin jetzt schon komplett überfordert. Ich möchte jetzt gucken, ob wir jetzt endlich unser Haus bauen können, weil ich fände, es ist an der Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was reinbringen. Und dann können wir diese Metallplatten, würde ich dann halt super gern verkaufen. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night. Und dann haben wir ein richtiges Haus. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wir müssen auf jeden Fall hier mehr Wasser sammeln. Ich hoffe, das klappt. Ich möchte es doch so sehr. Oh, naja, ich würde auch die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Wir haben ein Haus. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir dieses Haus haben jetzt. Es hat wow, außenrum komplett Wände. Ich saß die ganze Zeit auf meinen Beinen. Es hat vier Wände. Es ist komplett fertig und ich bin richtig stolz. Und wir haben einen Wassertank, wir haben Solarplatten und das finde ich einfach so wowie. Das ist so cool, wirklich. Ich liebe es. Ich liebe es. Und es geht langsam richtig voran hier. Also es ist super schwer mit zwei Sims zu spielen. Vor allen Dingen, ich weiß, ihr wollt jetzt alle das Drama haben und dass irgendwelche Kerle mit dabei sind und habt ihr nicht gesehen. Aber Leute, wisst ihr, wie schwer das ist mit zwei Sims? Ihr müsst die am Leben halten. Ihr müsst
Ihr habt aber kein Netz, um die ganze mal duschen gehen zu lassen oder so. Die beiden teilen sich auch noch ein Bett. Wir müssen das Haus unbedingt vergrößern. Es ist einfach gar nicht so einfach. Aber vielleicht können wir ja ein Zelt im Garten stellen oder so, dass halt einer immer im Zelt schläft oder so. Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns halt langsam echt Gedanken machen und anbauen und so, weil so kann es nicht mehr lange weitergehen. Vor allen Dingen, weil unser Mülleimer auch voll ist und ich verstehe nicht, warum. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, aber die Pflanzen bringen uns... So, aber die Pflanzen bringen uns auf jeden Fall schon mal richtig gutes Geld und wir haben ein bisschen Strom und können ein bisschen kochen und ein bisschen duschen und so und das ist auf jeden Fall schon mal cool. Mit einem Sim wäre das natürlich einfacher, aber ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Solarplatten und so holen und dann, ja, ist das auf jeden Fall sehr cool und wir können auch später damit Geld verdienen, das finde ich auch richtig gut. Wenn sie dann irgendwann nicht mehr abseits des Netzes sind, können sie ja die Solarplatten behalten und weiterhin damit Geld verdienen, das finde ich auf jeden Fall mega, mega, mega cool. Ja, und somit beende ich jetzt diese Folge und ich freue mich natürlich, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, ihr wisst es ja, und ja, tschüssi!